Hey, ich bin Badekeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zurück zu Phasmo. Mit dabei ist Blazas Trinkflasche. Ja. Ja. Und Geister sind dafür bekannt, auch jene anzugreifen, die zu lange im Licht bleiben. Das war letzte Runde nicht unser Problem. Aber naja. Irgendwie jede Session die erste Runde verkackt. Scheiße. Aber jetzt wird's besser. Jetzt geht's sicher bergauf. Ich bin zuversichtlich. Und es lädt und lädt. Naja. Was hat man noch gehört? Scheiße. Was hat man gehört? Ach, Daniel, als ich gestorben, kurz bevor ich gestorben bin, hat Daniel. Ach so, ja. Alles gut. So. Bitte die Kopfkameras nutzen, bitte, danke. Also, das ist ein Puzifix-Geist, dementsprechend können wir manche Geister schon ausschließen. Nee, so funktioniert's meistens nicht. Wenigstens, mir ist gerade aufgefallen, ich habe das erste Mal nicht die Kamera runtergeschmissen, statt sie aufs Stativ zu stellen. Das sind die ganz neue Geschichten, ey. Wir hatten schon lang keinen Garagengeist mehr. Gott sei Dank, die Dinger nerven nur. Strom geht wieder. Ja, die Garagengeister sind zart. Ja, hier sind 3,9 Grad. Das spinnt hier also rum. Hä, warum? Strom ist doch an. So, da ist nix, Knorri. Nee. Falsches Licht und so. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ouija-Board findet? Ja, gute Frage. Nö. Weil ich durchstöbe gerade den ganzen Keller, da ist nichts. Nehmen wir mal mit. Also ich weiß nur, dass es auch in Schränken und all sowas sein kann. Ja genau, das fliegt überall rum. Das finde ich auch überall. Nö. Nö. Man kann Schubladen auf und zu machen. Das jetzt erst gemerkt. Hab ich mir auch gerade gedacht. Ist ja voll cool. Du machst schon dein Versteck bereit, wa? Ja, logisch. Ja. 8 Grad. Was ist denn heute mit den Geistern los? Du, das schaut nicht gut aus hier. Ich nicht. Gib uns ein Zeichen. Ja. Das wäre cool. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich habe weder nach Aufgaben geguckt, noch bist nach... Hier? Die Aufgaben sind Kruzifix und Räucherstäbchen. Cool. Und bist der Name? Hier? Wo bist du? David White.
Der Geist hat genießt. Wir haben auch schon relativ hohe Aktivität. Wo bist du? Davon sehen wir halt recht wenig. Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr bitte über Funk reden? Dafür bekommt man davon recht wenig mit, wenn wir so aktiv wären. Bane, ich habe Kamera aufgestellt. Guck mal, ob du ein Geisterpobel siehst. Wo bist du? Geile. Ach so. Wie niedlich. Das ist die Geisteraktivität. Ja. Holen wir mal neue Ausrüstung, ne? So, hier, guck mal, Pinöbelbuch. Achso, das Licht hast eh du. Ist er da, oder was? Temperaturtechnisch wäre das Einzige, wo ich sagen würde. Naja. Hilft ja nix. Geh halt wieder rein. Wo bist du? Weil hier unten ist nichts Krasses von der Temperatur. Ja, sollen wir nochmal im Keller gehen? Im Keller ist aber nichts. Nee, im Keller ist auch nichts. Also oben war es Temperatur. Kann man den Kühlschrank nicht aufmachen. Das hättest du gern. Ja, dann lass nach oben gehen. Ich glaube, da ist von der Temperatur am gescheitesten. Gib uns ein Zeichen. Wow. Oh, was? Das war der Sturm. Er hat ja doch gerade gesprochen, ich hab's gehört. Er hat gesprochen. Geisterbox. Wo bist du gestanden, als er gesprochen hat? Genau hier, hier, an hier, genau hier. Ja. Bist du hier? Hier stand ich und da hat er geantwortet. Oh, Hand. Hoch. Leute, lasst mich nicht alleine. Komm in Schaden. Der ist. Hast du es gesehen, Bane? Der ist hier. Leute, der konnte wieder durch Türen. Es ist wieder so ein Schattending. Ich glaube, das ist wieder ein Gespenst. Der verhält sich genauso wie der letzte Geist. Aber wo kam der eben her? Von wo? Das ist die Frage. Von unten, nehme ich mal stark an. Oh, sehen wir jetzt gleich. Finden wir es heraus. Der geht gerade runter. Lauf, 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 lauf. Na toll. Jo. Hat er mich durch die Tür wegschnabuliert. Ja, mein. Scheiße. Was geht ab? Was geht? Ah ja, du bist ja auch tot. Der kommt durch Türen. Das ist unfair. Hier, EMF5, ja. EMF5. Okay, EMF5. Zimmer verstecken geht nicht, Leute. Ich verstehe dich nicht, du bist zu leise. EMF5. Nein. Gin oder Oni? So. Hör dich doch gar nicht. Lu, hast du EMF5 eingetragen? Ich ja. Noch irgendwas? Und Geisterbox, was du hattest. Achso, und Fingerabdrücke. Nee, waren das Fingerabdrücke? Nee. Geisterbox. Dritten Beweis haben wir noch nicht. Okay. Okay, da kommt Oni oder dieses. Oder Jin.
Das ist jetzt die Frage, ob er ist Buch oder Oni, Buch oder Geisterorb. Also Orb haben wir keine gesehen, also hier von dem Bereich. Dann müsste es ja in der Buch sein. Ich habe doch extra die Kamera umgestellt. Leute. Ja, ich komme mit. Nein, bleib hier. Ich habe vorhin auch gezählt. Ja, das glaube ich dir. Was vermutest du, Wayne? Ich vermute noch gar nichts. Gut, EMF wieder kann ich mir sparen. Ja, wir haben eh nur zwei Kameras. Geisterbox brauche ich auch nicht. Fix, habe ich das andere auch noch mal hin. Werfen wieder Sachen. Ja, vielleicht rallen sie es ja. Ich zumindest wüsste, wo ich guck noch mal nach der Kamera. Danke. Ah, hier, da steht einer anders. Aber da ist. Da ist auch kein Orb zu sehen. Nein. Da ist kein Orb. Kein Pinöbel. Oh. Wo das bin ich? So. Ja, dann chillen wir mal weiter. So. Ja, das ist schon Wahnsinn. Weil die Blickrichtung müsste eigentlich passen. Hä? Was war das jetzt? Jetzt holt er mich nochmal, weil es so schön ist. So. Gehen wir nochmal rein in die gute Stube, ne? Du hast ein Bild ausgesucht. Manche werden es sicherlich über den Funk hören. Wenn sie wissen, wo das ist, kannst du uns vielleicht ein Weg hinführen, bitte? Ja, wir wissen ja nicht, wo er ist. Nein, kam er von unten oder von oben? Er war noch hier oben. Nimm mal Kruzifix und Buch mit. Das ist schwierig. Also ich konnte das auch nicht eindeutig definieren, wo er herkommt. Nee, ich auch nicht. Aber ich bin der Meinung, der ist hier. Genau in dem Flur. Ja, entweder Flur oder er kommt von unten von der Stube, Küche oder was das da war. Ja. Weil da hat vorhin auch der die Geisterbox reagiert. Ja, das kann aber auch sein, dass das durch die Decke gegangen ist. Weil das Thermometer hat bei mir auch gesponnen. Ah, okay. Er handelt. Wie viel Temperatur? Na, welche steht hier? Tatsache, Gefriertemperaturen. Nee, das ist Räucherstäbchen. Ah, okay, wir wissen wo. Kommt. Ich weiß wo, hinten, ja, aus dem Zimmer hier. Ja. Okay. Dann können wir es Erna wenigstens zeigen. Ja. Wenn ich wüsste, wo sie sind. Vielleicht raus? Nee, das geht ja nicht in der Handphase, da kommen die nicht raus. Ach stimmt, hier ist ja, bloß uns wird die Tür nicht angezeigt. Mhm. Naja, gut, dass wir wenigstens wissen, wo er ist. Dann lass uns mal schauen, wo sie sind. Ja. Das ist wieder so ein Flurgeist. Nein. Dann schmeißen wir mal das Buch hier in den Flur. Schreib in das Buch. Ah, die. Warte. Die schmeißen. Aus dem Raum hier? Ja, der kommt aus dem Raum hier. Oh, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 geil. Er ist vorhin von hier rausgekommen. Luisa, wenn du ihn siehst? Nee. Nee, gerade nicht. Gibt es Geister, die sonst keinen festen Punkt haben? Ja, normalerweise. Hä?
Hä, aber das ist ja komisch. Der ist ja vorhin hier rausgelaufen. Ich hab's ja genau gesehen. Ja, aber das war bei dem davor vorhin auch. Ah, jetzt kommt der hoch. Der hat mich zuerst geschnappt. Jetzt geht er hier rein. Baut er wieder ab. Jetzt geht er wieder runter. Geht er jetzt hier einmal spazieren, oder was? Hast du ihn jetzt nochmal gesehen? Ja, er ist genau hier, wo ich stehe, verschwunden. Hast du noch was zum Werfen? Nee, jetzt nicht mehr. Immer hinten aus dem Schlafzimmer, hinten rechts. Jetzt habe ich was. Ja, lauf hinterher, dass sie anhalten. Die kriege ich nicht mehr, die sind raus. Achso. Ja, dann schmeißen wir das in den Raum mal rein, oder? Bewegen Sie mit Objekten aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Wenn Sie uns was sagen wollt, dann schmeißt bitte nur einmal, wenn nicht, schmeißt zweimal. Bewegt sich schneller, oder? Dem Ort seinen einmal. Strom entzieht Sie hinter das. Wenn es was mit dem Geist zu tun hat, einmal, wenn es irgendwas anderes ist, zweimal. Okay, was meinst du, könnte es sein? Habt ihr eine Vermutung, was es ist? Einmal, zweimal, nein. Nö, haben wir nicht. Hast du eine Vermutung, Philipp? Nee, haben wir nicht. Okay. Zweimal war nein, ne? Ja. Also sie haben auch keine Ahnung, was es sein könnte. Ist es oben, wo ihr die Tasse geschmissen habt, in den Raum, spawnt er da oben? Einmal, zweimal, nein. Wirf dreimal. Also er spawnt da oben im Raum. Wurscht. Was könnten wir noch für Ja-Nein-Fragen stellen? Ja. Dann in dem Raum, da müssen wir die Kamera in den Raum stellen. Ja. Dann können wir wissen, ob es ein Djinn ist. Schmeißt einmal, wenn ihr wollt, dass wir dann eine Kamera aufstellen. Ja, schmeiß einmal. Beim Uni müsste es das Buch sein. Nein, sie wollen nicht. Warte. Einmal ja, zweimal nein für die Kamera. Kamera, okay. Ja, dann müssen wir die Kamera reinbringen. Ja. Bring das hilft nichts. Weil das wäre beim Djinn Geisterorb. Okay. Mit der Kamera. Muss erst eine aufnehmen. Aber das Buch haben sie ja auch reingeschmissen. Vielleicht hat er ja jetzt reingeschrieben gehabt. Sie konnten ja nicht nochmal nachgucken. Ja, bloß das sehen wir ja nicht, ne? Das sehen wir leider nicht. Ich mit meiner Teetasse hier in der Hand. Sie hätten halt hier auch noch eine stehen. Aber wurscht. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich hoffe, der ist wieder hochgegangen. Das wissen wir nicht. Nee. Ins Buch hat er nämlich nicht geschrieben. Mhm. Super. Nur wenn der jetzt nur rumläuft. Ja. Wenn der nur rumläuft, dann wird das mit dem Geisterorb richtig schwierig. Jetzt kommt er nämlich wieder von unten hoch. Ja. Spielen wir denn auf schwer? Wir spielen auf Profi. Jetzt geht der wieder runter. Okay. Warte mal. Ich weiß, das letzte Mal ist er vor dem Keller verschwunden. Warte. Ja, Alter, entscheide ich jetzt einmal. Hast du ihn noch? Ja. Bock, ne? Jetzt ist er wieder hier oben. Jetzt müsste es passen. Lebst du noch, Ben? Ja, der mag mich. Wo sind die? Er ist jetzt in dem Raum hier verschwunden. Oh ja, der mag mich. Okay. Ja. Oh Gott. Kommst du mit raus? Ja, aber das ist ja scheiße, nein, wenn... Nein, die sollen nicht raus. Du, das bringt... Das bringt ja nichts, wenn der immer hin und her rennt. Ja, gut. Dann müsste einer draußen stehen bleiben und in die Kopfkamera gucken und der andere müsste zum Leute, Geist schauen. Ist das sicher, dass er das Horn schmeißt einmal für ja, zweimal für nein? Was hat er gesagt? Ach so, nein, 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 sie sind sich nicht sicher, dass er das spawnt. Ich dachte, der spawnt auf dem Gang. Spawnt er auf dem Gang, ja oder nein?
Auch nein. Oder? Einmal ja, zweimal nein? Oh Mann. Ist es jetzt einmal geschmissen oder zweimal? Oh Mann. Einmal, zweimal. So schwer kann es ja wohl nicht sein. Nein, er spawnt doch nicht auf dem Gang. Habt ihr überhaupt irgendeine Ahnung, wo er spawnt? Einmal ja, zweimal nein? Einmal ja. Okay. Könntest du uns dahin führen, wo er spawnt? Ist das herrlich. Ja, die führen uns. Bitte führt uns hin. Yeah. Dann führ mal, Lu. Führ. Jo, ich bin dabei. Zeig den Jungs mal, wo es lang geht. Er das war ist ein Poltergeist, die Schuhe liegen überall. Na, kann es gar nicht sein, Oni oder Dings, Trigger. Okay, welcher Raum ist es denn? Kannst du uns das bitte schmeißen? Ja, hat es gesteppt. Leute, schmeißt sie mir bitte. Ja, ist er. Ein Zeichen. Das schmeißt er hier rein. Der Raum ist es. Warum? Okay, platzieren wir mal die Kameras um. Ich weiß es nicht. Das ist doch falsch. Ja, keine Ahnung, vielleicht geht er auch wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ich habe keine Ahnung, was der macht, das Vieh. Oni, verwandelt den Besitz in unglaubliche Stärke, sind sie aktiver in der Nähe ihres Feindes. Sehr gut. Nein, er kommt hier raus, er ist hier rausgekommen. Wo hier raus? Da, wo du gesagt hattest, oder? Backe hat mich. Yeah, ja, Bane, yeah. Gesagt hab. Jetzt steht er hier vorne. Ich glaube, das ist ein Oni. Oh, da läuft er immer noch. Ja. Yeah. Du, Bane, der hat ständig die Position gewechselt. Hier aber oben. Aber momentan kommt er nur noch hier aus dem Raum raus. Ich verstehe das nicht. Hier kam er jetzt die letzten Male raus. Hast du einen Verdacht, was es ist? Nee. Cool. Sonst reagiert auch nicht auf Scruti. Ja, Dann wird der Blazer jetzt bestimmt gleich wegtragen. Ja. Da habe ich einen Bane gesehen, geil. Ja, das bringt nichts. Die Frage ist halt, was ist. Na gut, Leute. Ist jemand anwesend bei mir? Ah, zwei Leute sogar, cool. Drei eigentlich. Habt ihr eine Vermutung, was es sein könnte? Einmal ja, zweimal nein? Ich glaube, dass es ein Oni ist. Ja, ihr habt auch keinen Plan. Naja, wir haben jetzt zwei Hinweise. Einmal die Geisterbox und EMF5, das kann ein Djinn oder ein Oni sein. So aus dem Gefühl heraus. Oni. Oni. Oni, definitiv von der Beschreibung her. Ich mag das Raten zwar nicht, aber. Leute, wenn er gejagt hat, und wir nicht in der Nähe waren, war er schneller? Einmal ja, zweimal nein? Ich werf. Das war ein Nein, okay. Frag doch einfach eins. Jin, zwei, Oni. Ich glaube, es ist ein Oni, weil er ist auch relativ aktiv, ne? Ja. Was haltet ihr von der Idee? Werf einfach. Ist das ein Ja? Also einmal, schmeiß es bitte noch einmal hin, damit ich es weiß. Okay, dann loggen wir mal Oni ein. Yeah, loggen wir Oni ein. Wir haben 100 Geisterjäger gefragt und die häufigste Antwort war... Oni. Hoffentlich. Oni. Ich will die zweite Runde nicht auch noch verkacken. Wie wär's, wenn die Hälfte einmal schmeißen? Wie wär's, wenn die eine Hälfte Oni macht und die andere Hälfte Chin? Okay. Das wär's mal. Ja. Nee, wenn dann verkacken wir alle. Und wenn ist Blatzamer der Arsch, der dann was anderes nimmt? herrlich. Das war eine zahre Runde. Es ist schon schwerer geworden, habe ich das Gefühl, weil wir sterben permanent hier. Wow. Ja, passt doch. So muss das funktionieren mit den Geistern, mit dem Kommunizieren, mit dem Werfen. So läuft das. Ja, ich meine, ja. Es ist
Aber das Vieh konnte bei euch auch durchtüren, oder? Nee, nein, nicht wirklich. Die andere Geschichte... Als ich gestorben bin, habe ich die Tür zugehabt und trotzdem kam er durch, oder war das ein Fehler? Das Knarzgeräusch im Hintergrund hört bitte jetzt mal auf. Ja, genau das. Okay. Und ich habe das Gefühl, es ist schwerer geworden, ne? Weil wir haben hier 3-1, wenn wir sterben. Ja. Das ist nice. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Mach's und... Und Blatza, sag du mal Tschüss oder irgendwas. Tschüss.